So, willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Wir sind einem der schweren Levels, dem Level Täuschung. Okay. Hier ist ein Connector. Zäune. Eine Blume. Rat erbitten. Okay. Hat irgendwer das hier schon mal gelöst? Zwergesel. Vor 99570016 bin ich das. Also ich meine, ich habe es ja gerade gemalt. Ich wusste nicht, dass ich Barcodes mit Pinsel male. Antwort. Kein Bote wird dir helfen, bevor du seine Ruhestätte gefunden hast. Kehre erst dann hierher zurück, um Rat zu erbitten. Automatisches Antwortsystem. V00001. Da haben sie aber nicht viel patchen müssen in dem automatischen Antwortsystem. Bote, Rat, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Tipp für das Rätsel oder wie muss ich das verstehen? Eigentlich will ich ja gar keinen Tipp, ich will das erstmal selber lösen. Also, hier haben wir schon mal unser Teil. Hier haben wir eine Wand. Hier haben wir blauen Strom. Roten Strom. Eine Treppe, die bestimmt irgendwie relevant ist. Tore, Tore. Und wie komme ich jetzt an den Connector ran? Der war da hinten. Ah, hier ist noch einer. Okay. Ich schätze mal, ich muss das Ding hier aufmachen. Ich mach das mal, ups, hier oben. So. Alles klar. Ah, ich wollte noch schauen, weil ich die Folgeaufnahme gestartet habe. Genau, um diese Zeit. Was haben wir hier? Noch so eine Treppe. Noch so ein Connector. Okay. Und dann brauche ich aber irgendwas zum Verknüpfen. Da ist ein nächstes Tor. Kann ich das hier oben abstellen? Nee. Nee, ich kann es durch die Wand sehen dann. Cool. Aber ich kann es nicht anschießen. Das geht nicht. Ich kann es aber einfach nach unten stellen. So weit, so leicht. Nur noch ein Connector. Und noch ein Tor. Und da haben wir unseren blauen Strom. Sehr gut. Ja. Ist jetzt noch nicht so schwer. So, hier haben wir ein blaues Tor. Hier haben wir einen blauen Strom. So, nein. Blauer Strom, blaues Tor. Okay. Jetzt muss ich eigentlich nur noch da hinten. Ups. Kann ich das mit einem machen? Hier, hier. Und dann so. So, ja, nee. Nee, das reicht nicht. Aber ich kann mir ja dann hier drüben einen holen. Den da zum Beispiel. Nee, kann ich nicht. Oh. Genau. Moment. Wenn ich den da wegnehme, geht... Ach so, ja, ja, okay, ist klar. Wenn ich den wegnehme, geht das Tor zu, weil das von rotem Strom drüben gepowert ist. Also... Das Tor hier ist gerade zugegangen, deswegen hat sich das blaue Licht hier abgeschnitten. Dann... bräuchte ich einen weiteren Connector. Den es wahrscheinlich nicht gibt, weil sonst wäre das Puzzle leicht und nicht rot. Das heißt, ich müsste die irgendwie umstellen, dass ich da mit einem weniger hinkomme. Quasi, ich will mit zwei Konnektoren dieses Tor hier aufkriegen. Der hier müsste dann hier stehen. Nee. Aber dann... Moment, kann ich hier auf einem anderen Pfad lang? Kann ich hier hinten rum? Nee, das wird nicht gehen. Also ich baue doch auf jeden Fall... Und ich kann jetzt auch nicht... Ich meine, ich kann jetzt auch nicht hier durchschießen, weil dann geht das Tor... In dem Moment, wo ich jetzt irgendwas wegnehme hier, geht sofort dieses Tor zu. Das Umstellen kann ich die auch nicht.
Okay, also ich brauche auf jeden Fall einen roten Connector hier. Und ich denke mal, dass diese Treppe hier nicht zum Spaß da ist. Jetzt ist auch aber, dass die Treppe da hinten nicht zum Spaß da ist. Aber von da aus kann ich eigentlich nichts Nützliches sehen. Ich brauche auf jeden Fall einen hier, um hier ums Eck zu kommen. Weil ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Und dann brauche ich auf jeden Fall... Wie weit kann man das Ding denn sehen? Ja, nee. Also von hier oben kann ich maximal gar nichts sehen. Das wundert mich so. Diese Treppe hier ist doch auch nicht zum Spaß da. Also ich brauche auf jeden Fall auch einen zweiten. Also ich kann das doch nicht mit zwei erreichen. Gut, aber andererseits... Moment. Ich das jetzt hier hinstelle. Ich kann doch einfach auch andersrum, oder? Ich kann hier nicht mehr durch. Da habe ich einen Connector drin stehen. Also muss ich denn... Deswegen heißt das Level mit Sicherheit Täuschung, weil man muss gar nicht da durch. Ich will jetzt einfach hier andersrum zurück. Moment. Das haben wir gleich. So. So, hier hin. Ja, das müsste gehen. Das sieht gut aus. Und dann kann ich doch... Ah, ausgezeichnet. Okay, das war ein bisschen anspruchsvoller. Das ist hier... Man soll glauben, dass man hier durch muss und sich da drüber aufhängen. Das ist ganz schön gemein. Das ist aber so... Ich mag keine Puzzle mit extra Elementen. Also unnützen Elementen. Wo man immer überlegen muss, ob man das jetzt benutzen muss oder nicht. Ha, ich habe kein Rad gebraucht. Siehst du? Automatisches Antwortsystem. Okay, schauen wir mal, ob die anderen roten Puzzle auch... Oh, das ist ein neues Terminal. Ach, nur Zeug zum Lesen. Ach, da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ein einfaches Prinzip. Obwohl Straton selbst nie den Begriff verwendet hat, wurde seine Aussage über die unausweichliche Materialität des Lebens, dass, wie der bronzene Riese Talos, selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben kann, letztendlich als das Talos-Prinzip bekannt. Was viele seiner Zeitgenossen und nicht wenige spätere Gelehrte aufgebracht zu haben scheint, ist die Einfachheit und die Unanfechtbarkeit des Prinzips, welches laut einem Fragment, das in Miletus gefunden wurde, durch ihre rhetorischen Netze schnitt, welche versuchten, ihre Zuhörer mit fantasievollen Worten und Gedanken über den Himmel zu verwirren, wie Alexanders Schwert durch den gordischen Knoten. Okay. Das Talos-Prinzip, ja. Eintrag 437, Kommentar. Erster. Ernsthaft, Cheesy? Cheeseman? Das war das Beste, was dir eingefallen ist? Lol. Eine tolle Momentaufnahme der besten und schlimmsten Charakterzüge der Spezies Mensch. Die schlimmsten Charakterzüge wirklich? Ist nur ein Kommentar. Ich bin nicht Stalin. Stalin war auch ein Troll-Kommentator. Oh Gott, diese Gespräche hier. Warum habe ich das überhaupt gelesen? Das war absolut überhaupt keine Information. Null. Habe heute offiziell mit der Arbeit am Archiv begonnen. Mitwirkende aus jedem Land auf der Erde, solange Netzwerkverbindungen verfügbar sind. Team vom Projektumfang eingeschüchtert. Arbeitet aber hart. Wir werden unsere Räumlichkeiten mit dem Drennen und Sarabazai-Team teilen. Sarapai meine ich natürlich. Freue mich, sie zu treffen. Oh, bei den Namen. Ich stolper gerade ständig über die Namen. Das ist ja ganz furchtbar. Mehr Graffiti. Je eher du akzeptierst, dass wir alle für immer und ewig hier sein werden, umso eher wirst du Erleuchtung finden. Es scheint, als ob wir alle gleichzeitig hier sind und zugleich gar nicht. Sorry, das ist nicht besonders hilfreich, oder? Mir fällt kein anderer Weg ein, es auszudrücken. Ich bin immer noch hier. Sailor M. Sailor Moon. Manche der Nachrichten, die existierten, als ich geschaffen wurde, sind verschwunden. Andere sind erschienen. Wie viele andere haben diese Pfade beschritten? Wie viele Gedanken sind verloren gegangen? Ach, ich sollte am besten gar nichts anmalen. Dann gehen meine Gedanken auch nur verloren. Auch noch mehr? Nee. Wohl nicht. Okay.
ein rotes Tetris-Teil der dritten Art. Zweifarbige Verwicklung. Blau, rot, ein weiterer Connector. Wo ist die Quelle? Hier ist die erste. Ich muss aber erstmal überhaupt das Tor aufkriegen. Achso, ich kann hier einfach hinten dran laufen. Okay, gut, dann hätten wir das. Also einmal blau hier. Einmal blau hier. So weit, so gut. Dann haben wir diesen Connector. Der muss beides hier treffen. Damit geht das Tor auf. Damit kann ich hier jetzt umbauen. Oh, nee, kann ich nicht. Dasselbe Problem wie beim letzten Puzzle. Ich kann nicht einfach umbauen. Ich bräuchte noch einen extra Connector. Hup. Okay, und was muss hier drauf? Da muss ein Connector drauf dann, ne? Okay, also ich würde gerne einen Connector einsparen. Oh, ich stand im Strahl. Einsparen. Das ist dasselbe Problem, was auch im letzten Puzzle schon existierte. Und zwar müsste ich dafür. Wie geht denn das? Habe ich eine Kiste? Erstmal ist doofe Frage. Ich habe nichts weiteres, oder? Macht das hier noch was anderes auf? Außer dem Tor da hinten? Macht das nur das Zieltor auf? So, wie ist das Level? Beim letzten war auch der Titel nützlich. Zweifarbige Verwicklung. Okay. Ich kann das nicht in einem steileren Winkel setzen, so viel ist schon mal klar. Das geht hier auch auf jeden Fall zu, aber ich kann doch Folgendes machen. So. Aha. Na also. Sehr gut. Ja, da muss man aufpassen. Man kann die Dinger setzen, bevor sie überhaupt eine tatsächliche Schusslinie haben. Okay, das heißt, hier hätten wir alles abgegrast, bleibt nur noch eins. Am anderen Ende der Welt. Graffiti irgendwo? Nein. Eine Tür zu weit. Klingt spannend. Ich gucke nochmal kurz auf die Uhr. Naja, die Folge geht noch nicht so lang. Alles sehr gut machbar. Hier haben wir ein Tor, einen Wachmann, einen Connector, hier ist roter Strom. Und hier ist wieder so ein Ratsschrein. Bitte, wenn irgendjemand mit vernünftigen Ideen das hier lesen kann, ich könnte wirklich ein wenig Radio brauchen. Zuerst muss ein Boot erweckt werden. Okay, also Booten sind wahrscheinlich hier so das Hilfesystem. Ich erwecke den Booten, dafür kriege ich einen Tipp. Will ich nicht, brauche ich nicht. Habe ich noch nie gewollt. Jetzt mache ich erstmal auf hier. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir so einen ähnlichen Trick wie eben vielleicht hier bei diesem Puzzle einsetzen können. Man lernt ja von seinen vorigen Lösungen. Ich habe auf jeden Fall mal einen Jammer. Ich kann das Ding hier stören. Warum soll ich das tun? Ich kann auch das Tor stören. Oh, sehr gut. Oh, das ist das Problem hier ist erstmal durch seine Umfangreichheit komplex. Ich habe noch keine Ahnung, was es hier alles an Elementen gibt. Okay, also wir sind hier drin und wir bräuchten roten Strom. Und wir haben mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Theoretisch müsste das doch möglich sein, schon vom Start aus das Ding zu sehen. Ich gehe nochmal zurück zum Start. Dann muss ich den Jammer mitnehmen, nehme ich an.
So, theoretisch müsste man das hier sehen können, genau. Das kann man direkt aufmachen. Das braucht ja sehr lang. Okay. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwie dieser Minibot auch ins Spiel reinkommt. Das Problem ist jetzt wahrscheinlich, ich komme hier hinten nicht mehr durch, ne? Ja, genau. Das heißt, hier müsste roter Strom hin, dafür bräuchte ich den Connector. Den Connector kriege ich gerade nicht mehr, weil den habe ich da drin gelassen. Das heißt, den muss ich mir wieder rausholen. Das machen wir. So, noch einmal umstellen. Zack. Zack. Zack, zack. Es gibt doch viele Fenster hier. Möglicherweise gibt es doch eine andere Lösung. Ich kann auch von da hinten aus das Tor hier aufmachen. Vielleicht kriege ich es auch beide hin. Was soll ich tun? Ich wollte das Tor hier jammen. Und mir den Connector da hinten schnappen. Wo ist er denn hin? Da ist er. Und dann wollte ich wieder raus hier. Es laggt, es ruckelt, es tut mir leid. Mein Rechner ist zu schwach. Und dann kann ich sowohl das Ding da sehen. Ich kann mich für eins von beiden entscheiden. Im Prinzip. Aber so müsste es doch schon reichen, oder? Jetzt kann ich doch das Tor jammen und dann bin ich durch. Ist doch alles schon richtig. Wo ich denn jetzt überhaupt die Kiste gebraucht? Achso, hier kommt noch eins. Huh. Ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei hier. Okay. Okay. Gut, was kann ich mit der Kiste machen? Ich will den Bot hier blockieren. Was aber nur dann Sinn macht, wenn ich glaube, dass ich beide Dinge auf einmal treffen kann, was ich nicht kann. Okay, da muss ich kurz nochmal. Das ist mir hier etwas zu kompliziert. Also ich müsste, wenn ich hier hinten was umstelle, ganz hier hinten, hinten, muss ich wieder durchkommen bis zum Ziel. Boah. Dafür gibt es insgesamt drei Tore, die ich öffnen muss. Dieses da. Dieses da. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das letzte auch jamme. Weil dahin mit Konnektoren zu kommen, wäre mühsam. So, hier ist auch noch eins. Ja. Das würde die Kiste erklären, wenn ich das Tor hier öffne. So, und wenn ich am Ende zurück muss, wo ist denn gerade mein Jammer? Wo habe ich den denn gelassen? Das habe ich vergessen. Hier irgendwo abgestellt? Ah, hier steht er, okay. Also nehmen wir mal an, ich mache das da auf. So. Dann jamme ich dieses Tor. Um mir den Connector mitnehmen zu können. Dann muss ich das hier nochmal machen, weil ich doof war.
Okay, durch den Zaun geht also nicht. Ist auch mal gut zu wissen. So, aber habe ich jetzt nicht genug Zeug? Jetzt habe ich den Jammer. Und das Ding. Und kann doch jetzt bestimmt hier aufmachen. Und das da hinten jammen. Ja, perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Das war doch wunderbar. Ist irgendwo ein Geheimausgang aufgegangen? Ja. Okay, hätten wir wieder eine Welt erledigt. Bis auf den Stern, aber ich habe gesagt, den Stern mache ich noch nicht. Ich habe ihn also nicht gesehen. So, war das eine Folge? Das war perfekt eine Folge. Sieben leuchtet noch schön hell. Die 8 gibt's nicht. Und die 9 ist im Gang. Ach, ist ja lustig. Okay, da brauche ich sehr viele gelbe Siegel. Und einen weiteren Stern, oder wie ist das? Okay, also nächstes Mal gibt's die 7 und dann schauen wir einfach mal weiter. Bis dann. Tschüss.